Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore. Wir sind in den finalen Zügen, also ich denke, ich werde jetzt nicht mehr ausmachen müssen, bevor das Spiel durch ist. Ach, ich hasse das Fenster immer noch. Ich hasse das scheiß Fenster, aber ich muss es wohl nie wieder sehen, hoffe ich. Doch, nee, ich muss es nochmal sehen. Egal. Wir sind diesmal nicht unnütz, ich verspreche es, auf dem Weg zum Schachbrett. Denn dort ist jetzt offen und wir können die tolle Energiequelle wieder einsammeln gehen. Das machen wir doch glatt. Diesmal, nein, ich gehe diesmal nicht links lang. Ich weiß, links ist der Knast. Ich hab's noch gelernt. Enorm, oder? Ach, mein neuer, was war's? Neutronenspeer, oder? Oder was auch immer. Ich weiß nicht, so Laserschwert ist irgendwie schon cooler per se vom Konzept her. Hier ist das Schachbrett. Hier sind die Schädel. Und der Schwudel kläfft immer noch höher, als hätte man ihm auf den Sack getreten. Wie immer. Ja, Schädel. Es ist gut, Schädel. Danke, Schädel. Nein. So, hier sind wir. Und hier rein. So, müssen wir jetzt hier noch wo durch oder sind wir schon direkt da? Aha. Ja, ah, schau mal an. Haben Energieeinheit erhalten. Wo führt's dahin? Was haben wir denn hier? Hallo, wer bist denn du? Willkommen, Fremder. Ich bekomme nicht oft Besuch hier unten. Du warst ja auch eingesperrt, du Vollidiot. Der Hadesritter schreckt alle Besucher ab. Ich habe hier eine Formel, die dir sehr nützlich sein kann. Das Kraftfeld wehrt selbst die stärksten Angriffe ab. Hm, Kraftfeld. Yummy. Was machen wir da weg? Ah, ich mach die Höllenfass weg. Oh, Zutaten kaufen kann man bei dir. Ach, das ist ja toll. Schmierfett, das habe ich ja sonst noch nirgends gesehen. Und neues Wachs. Okay, ja. Kaufen wir uns noch arm. Wir brauchen eh kein Geld mehr, insbesondere keine Goldmünzen. Also nehmen wir halt so viel wie geht mit. So, Dankeschön. Viel Glück und sei vorsichtig. Niemals. Gut, das wär's. Also wieder nach Assitopia hoch. Ich fürchte, ich komme wirklich wieder beim Professor raus und muss durch das ganze Scheißlabyrinth wieder durch. Nein, hau ab, Schädel. Hau ab, geh sterben. Nein. Oh, leck mich doch. Sag mal, habt ihr was dagegen, dass ich vorankomme? Nee. Gut, raus hier. Nie wieder hierher kommen. Keine Moskitos mehr sehen, die gibt's in der Zukunft nicht mehr, ne? Aber noch einmal den scheiß Turm raufrennen. Tja, nein, 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 so. Der Toasterhund ist mir lieber, euch auch. Der ist nützlicher als der Schwudel. Naja. Ach, bei dem konnte man doch, glaube ich, noch Hitzeblitze einkaufen. Da habe ich doch eben verbraucht. Also. Ach, fick dich, Spiel. So. Der hat doch Öl gehabt, der Professor Gallenstein, oder? Spiel. Lass mich da durch. Jetzt. Na endlich, es geht doch. Wo steht denn der? Steht der jetzt hier oder ist der noch draußen? Ach nee, da läuft er rum. Hey, bleib hier. Verkauf mir Zeug. Oh, wow, wie ich sehe, hast du einen dieser Energiehülsendösen. Ich hörte, dass sie schnell ihre Energie verlieren. Natürlich bin ich kein Experte, insbesondere nicht für Hülsendösens. Bitte? Ja, nee, ist recht. Okay, er verkauft irgendwie doch kein Öl. Hm. Nee, du darfst nicht speichern für mich. Alles klar, wir fliegen wieder hoch. Reist du nach Assitopia? Allerdings. Aber wir können es ja nicht anfliegen, sie haben Weltraum. Ist nicht so schön geregelt wie mit der Mana-Festung und Secret of Mana. Okay, es steigt automatisch. Und wir sind wieder in Assitopia. Und zwar... Ja, so habe ich es befürchtet. Und der Lärm ist auch wieder da. Oh, ich habe es vermisst. Ja, Lärm. Toll. Hey, Professor. Die Kosmokraft wird dir gegen Edgar behilflich sein. Juhu, noch ein neuer Zauber. Jetzt muss ich schon wieder was abgeben.
Ach, ich mach die Gigakraft weg. Ich hab genug Krafthaufen, der hält mich eh voll. Also, Kosmokraft. Eisenerz und Kristall, jupp. Wendest du sie an, wird dein nächster Schlag ein Volltreffer werden. Ja, passt schon. Nee, speichern wollte ich doch nicht. Ich wollte eigentlich handeln mit dir. Ne? Na, er handelt nicht. Alles klar. Hund, was ist hier los? Ein Schalter. Handeln. Ah, da ist ein Erdpünktchen. Händlermodus ist aktiviert. Ist das nicht derselbe Scheiß wie letztens? Egal, ich kann mir so oder so nicht leisten. Außer ich könnte was verkaufen vielleicht. Verkaufen? Ja, ich hab... 200 ist die alte Neonweste wert. Das ist ja alles nix. Nee. Alles Müll. Und ja, ich dachte mir, ich muss wieder den langen Weg dadurch. Na, immerhin, wir kennen den Weg zurück. Das ist doch auch was. Okay. Oh, scheiß blaues Wichsding. Als hätte ich mich noch nicht genug aufregen müssen über die. Schieß! Ja, 1700? Ja. Ha! Jetzt zerleg's! Los, los! Oh, jetzt hat das nicht getroffen. Ich hasse die blauen Wichsdinger. Jetzt tot! Ja, endlich. Also, hier runter, hier war's Gewächshaus. Das war ruhig, ne? Oh, ja, wie toll. Ah, oh, es ist leise und herrlich. Ach, wie angenehm. Hier will ich bleiben, ganz ehrlich. So, hier lang. Ich glaube, dann... Nee, immer noch nicht. Noch rechts, dann runter, dann links vorbei. Ja, so, und dann wieder links hier. Genau so. Und willkommen zurück im Lärm. Ich hasse es. Boah, da rauscht schon wieder. So, B3. Ich glaube, wir wollen runter nach C4, ne? Ja, blaues Ding. Von C4 wollen wir, glaube ich, rüber nach D4. Von dort kommen wir nach D1. Von D1 nach C1. Und von C1 dann wieder zurück nach A1. Das müsste... Waldi, was machst denn du? Och, Waldi. Los! Tot! Oh nö, es lebt immer noch. Ich mach mal Gigakraft, ich hab genug davon. Ne, Kosmokraft, Entschuldigung. Gigakraft war ja Halbzeit. Oh, Britzel, Britzel. Und? Dann hau ich zu und was... Es passiert überhaupt nichts, weil ich im Stunlock stecke. Super. Ja, was hat's mir jetzt gebracht? Ah, oh, hier ist nicht so Lärm wenigstens. Stimmt, das war der Sicherheitsraum. Ja, genau. Wow. Hey, meine Prozente laden sich ganz extrem schnell auf. Und ich kann dauerrennen mit Kosmokraft. Das ist ja lecker. Das ist schon mal direkt angenehm. Gut, dann runter. Das ist gut, denn wenn man runter geht, kommen keine blauen Viecher. Nur wenn man nach links geht, so wie jetzt zum Beispiel. Sag ich doch. Komm, Treffer. Autsch, gleich bin ich tot, herrlich. Mir kommt vor, als wäre ich öfter getroffen seitdem. Oh. Wie uncool. Okay, es hat gerade noch getroffen. So gut gemacht, Alter. Und komm. Ich treffe nicht mehr. Hallo. Uhu, Level up. Das könnte mein letztes sein für das Spiel. Ah ne, ich will ja nicht nach D3. Ich will nach... Uhu, kein blaues Vieh. Ich will nach D1. Blaues Vieh. Stirb, blaues Vieh. Im Moment stirb ich. Ich werde Gangbang von dem. Hallo. Lass mich mal weg. Kosmokraft lässt nach. Ja, toll. Schieß, Waldi. Und... Herrlich, er ist tot. Rein hier... Auch wenn hier immer noch der Lärm ist. Hier waren die Heizkörper, ne? Ruhe. Kurze Ruhe. Oh, längere Ruhe. Jetzt. Oh. Das ist doch so ein Kampf. Ja, okay. Ich hau die Luft. Dann lass mich jetzt durch. So.
Jupp, hatte recht. Hier sind die Heizkörper. Dann haben wir es jetzt fast geschafft. Von C1 hoch nach A1. Dort sind wir hergekommen. Und hier rein. Ach, jetzt kommt doch der Raum mit dem tollen Raptor, ne? Mit dem unverwundbaren Götter-Überraptor. Okay, er ist nicht unverwundbar. Da unten steht er, oder? Hallo? Ja, da ist er. Der bleibt schön eingesperrt. Den lasse ich nicht raus. Komischen grünen Gnome rennen hier noch rum, aber das wär's dann auch mit denen. So, hier nochmal runter. Dann die Energieeinheit einsetzen. Wo machen wir das? Dort links unten bei dem deaktivierten Teleporter. Das wird Sinn ergeben. Oder hier zum Beispiel. Nee, da kommen wir nicht ran. Aber hier unten?